Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Warte, was nehmen wir für einen Filter heute? Ich liebe euer Filter. Wir sind jetzt seriös. Unser Kameramann schaut auch schon komisch. Du weißt nicht, auf wen wir uns hier eingelassen haben. So, Fashion Talk, Michi Buchinger, wir drehen jetzt. Du bist, so habe ich dich kennengelernt, der erfolgreichste Influencer in Österreich. Das sagen sie immer. Ja. Was ist Erfolg? Es gibt schon noch andere mit mehr Reichweite, aber ich bin auf jeden Fall viel in den Medien mit meinem Influencer-Ding. Und ich glaube, deswegen sagen die Leute gern der erfolgreichste. Ich beschwere mich nicht. Ja, aber das finde ich gut. Und du warst schon mit 5 Jahren im ORF, dieses Video. Ja. Ich habe nämlich einen Gedichtewettbewerb gewonnen, ja. Weil ich ja auch so lyrisch begabt bin und das für Kindergedichte. Du, aber wer hat sich da, ich meine, wer hat das gemacht? Das muss ja deine Eltern gewesen sein. Na, was warst du, wer hat das gemacht? Ja, aber wer hat dich mit 5 Jahren oder wie alt warst du da? 9. Okay, aber du hast selber gesagt, du bist zum ORF? Nein, da gab es irgendeinen Wettbewerb, wo du es einschicken konntest. Ich habe das ja eingeschickt und dann haben sie das genommen und gesagt, komm zu uns in die Sendung. Und das war das Highlight meines Volksschuljahres. Wirklich? Ich war wirklich der Star dann an der Schule. Ja, das glaube ich. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Burgenland, Nähe von Eisenstadt. Mhm. Mühlendorf, wenn du das genau wissen willst. Das kenne ich nicht. Ich kenne nur den Neusiedler See. Das war's dann. Wenn du auf Wikipedia gehst, Mühlendorf anschaust, dann gibt es eine eigene Rubrik mit bekannte Persönlichkeiten. Nein, aus dem Dorf. Und das bin eigentlich neu. Wirklich? Warum stehe ich nicht bei Burgersdorf? Ich würde sofort kannst an ändern. Den... Du selber? Ja, ich glaube schon. Aber ich habe mich nicht selbst eingetragen, aber du kannst... Du hast dich selber... Nein, ich habe Meerschweinchen. Lieb. Und soll ich dir was sagen? Die Meerschweinchen haben aktuell mehr Sex als ich. Ja. Ich glaube schon, dass Meerschweinchen einfällt. Das ist das Schlimmste. Ja. Du, pass auf, ich erzähle dir das jetzt. Ich habe ein Meerschweinchen, also ich hatte immer 2. Eines ist gestorben, der Ramon ist übrigens mein Meerschweinchen-Sitter. Super, hat mitgetrauert, ja, weil ich bin ja viel weg, also ist der Ramon viel getrauert, dann ist das eine gestorben. Jetzt war die 4 Monate Single. Mhm. Jetzt habe ich Anzeigen geschalten auf Marktplätzen, dass wir einen Mann suchen. Und ich habe im Fernsehen gesagt, ich suche einen Mann fürs Meerschweinchen. So, jetzt habe ich einen gefunden, der ist am Sonntag eingezogen. 2,5 Jahre jünger, also Toyboy. Ja, sie ist schon gut. Ältere Dame, 5. Oh. Die haben mehr Sex als jeder andere. Das ist schon super. Die hockt, der hockt auf ihr drauf. Sie hat einiges aufzuholen. Vielleicht. Und jede Nacht, ich werde 3-mal wach, weil die so quietschen. Ich habe eine Idee für dich. Mir ist das ja aufgefallen. Ich weiß, dass du viele Brusthaare hast. Ja. Ich finde das sehr auffällig, weil in deinen Shows, du bist überall Google Michi Buchinger, überall kommen Videos. Du hast schon... Ich habe viele Brusthaare. Viele Männer, die Sex mit mir hatten, haben noch Tage danach Fellknäuel hervorgewirkt. Wie jetzt? Wirklich? Ehrlich? Also die Wollmäuse bei euch sind von deinen Brusthaaren, oder wie? Ist auch interessant, oder? Stell das mal vor. Pass auf. Ich nehme dich, jetzt habe ich eine Idee. Jetzt weiß ich, wie ich dich beim Homeshopping reinbringe. Bitte. Wir brauchen nämlich immer so Haare, damit wir beim Staubsauger zeigen, was der alles kann. Ja. Das heißt, du bist jetzt der lebendige Brusthaarlieferant. Die kommen von mir. Für die Staubsauger. Sehr gut. Ich finde, das ist die Idee schlechthin, ich oder? Ich mag die Art und Weise, wie du denkst. Du bist in der One-Man-Show. Ja, das stimmt. Und das finde ich insofern auch gut, weil letztens habe ich mit jemandem geredet, der hat ein ganzes Orchester und du musst natürlich die Gage aufteilen. Und ich bin wirklich, komm mal. Ach so, stimmt. Mit meiner Technik. Du musst nichts abgeben. Das ist gar nicht so verkehrt. Ja, der Michi fährt dann im Zug zu seinen Jobs. Wir wollten uns einmal in München treffen. Das ist ja das Ärgste. Sitzt im Zug und sagt, er kann mich jetzt nicht treffen, weil der Zugverspätung hat. Das war echt schlimm. Ja. Das tut mir bis heute leid. Ich hätte dich zu HSE mitgenommen. Ich wollte in deine Welt eintauchen. Ja, schau, ich habe es sogar tätowiert. Ich habe es gesehen. Ja. Das war ja auch in den Medien. Wie findest du das? Ich finde es super. Hat es wehgetan? Ich glaube, das ist eine Stelle. Und es ist mein einziges Tattoo. Sobald ich etwas auf Instagram poste von meinem Steak, gibt es immer 5 Leute, die schreiben und sagen, ehrlich? Solltest du eigentlich vegan leben? Ja, das ist im Internet, besonders auf Instagram irgendwie schon. Ja, aber ich beiße in eine Schnitzelsemmel rein und poste es. Da hab ich noch nie irgendwelche... Du hast noch nie geschaut, ob irgendwer was schreibt. Aber weißt du, ich mache das halt mit den Lippen etwas... Pornös. Ja, wahrscheinlich muss ich es auch pornös machen. Du kannst nicht nur sitzen, sondern ich beiße rein und schiebe meine Lippen so nach vorne, dass sie dann voluminöser ausschauen. Alles klar. Weißt du, das sind die Tricks. Also ich bin keine Influencer, ich bin viel zu alt für eine Influencer. Ich werde mir da einiges abschauen, ich werde einfach mein Steak nackt konsumieren. Ich weiß, ist es zu ehrlich? Die Klicks sind auch viel besser, seit ihr hier und da was blitzen lassen. Aber es ist schon...
Was lasst du blitzen? Naja, die Brust. Letztens habe ich wieder, was ich im Winter schwierig finde, ist, im Winter kannst du halt nicht viel zeigen. Ja, ich weiß. Ich habe irgendwie so ein Flashback gepostet, dass ich mir den Sommer zurückwünsche, wie ein stehe in einer hautengen Speedo. Hat super funktioniert. Das war gut. Speedo ist nicht schlecht, ja. Ich bin nicht abgeneigt, mehr ins Fernsehen zu gehen, aber ich werde dir eines sagen, ins Fernsehen zu kommen, ich weiß nicht, wie dein Weg war, ist nicht so einfach. Ja, ich mache das ehrlich gesagt schon über 20 Jahre. Und ich bin 19 davon nicht entdeckt worden, so ungefähr. Ja, nein, aber natürlich ist es, schwierig ist es nicht. Ich glaube, man muss halt extravagant sein. Und das bist du ja auch, ja? Das stimmt auf jeden Fall. Ich würde nicht meckern. Ich bin hier und da als Gast in irgendwelchen Shows und das klingt ganz gut. Das ist gut. Nicht schlecht. Ich kann mich nicht beschweren, es wäre gut, irgendwas, das Ding zu was Regelmäßiges, weil ich finde, als Instagrammer oder Influencer ist es immer so, die Leute, die dich suchen, kennen dich halt. Aber im Fernsehen wirst du den Menschen halt so vorgesetzt. Ja, ich weiß. Ob sie wollen oder nicht. Ich weiß. Ja gut, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Michi, was ist mit deinem Style? Das will ich noch kurz wissen. Wo gehst du einkaufen? Mal da, mal dort. Ich bin ein leidenschaftlicher Online-Shopper. Am liebsten, wenn ich ein bisschen Cash abzugeben habe, dann gehe ich auf Mr. Porter. Das ist ja diese Männerseite von Mr. Porter. Und schaue, was es so gibt. Und natürlich, es gibt vom bis und dann bestelle ich mir was. Ich habe ein Problem mit Männermode. Generell. Weil ich finde, sie ist oft ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich so meine paar Spots im Internet, wo ich einkaufe, wo ich merke, okay, da ist die Männermode flippig. Und gibst du viel Geld aus? Ja, oder? Mein Steuerberater sagt, das ist setzt mein du Bühnenoutfit das an? Ja. Und ich kann es zum Teil absetzen. Ich weiß, das probiere ich auch immer. Aber er sagt, aber es ist ein bisschen viel, Frau Reuter. Ja, man muss es probieren. Als ich jugendlich war, bin ich ja in Eisenstadt aufgewachsen und da habe ich dann in der Damenabteilung geshoppt, weil mir die Männerabteilung zu langweilig war. Was hast du für eine Größe? 48? Ja. Ich war ja bei Birk und Kloppburg Absteckerin bei Männern. Ja. Weißt du, was das heißt? Ja, du bist oben. Die haben immer die Hosen runterlassen müssen und da habe ich sofort erkannt, ob sie Links- oder Rechtsträger sind. Sechst du? Das ist wichtig bei der Hosenlänge. Was hast du währenddessen? Naja, wenn sie Linksträger sind, muss ich halt das ein bisschen verlängern bei der Seite. Verstehst du, weil die Hose zieht nach oben. Ja, kommt halt drauf an, was sie in der Hose haben. Du sagst es. Aber ich bin Profi, weil ich habe dort 5 Jahre, ich habe Modeschule gemacht. Ja, ich weiß es. Ja, da habe ich 5 Jahre jeden Samstag auf der Mülferstraße mit dem Birk und Kloppenburg gearbeitet und war Absteckerin. So, ich könnte mit dir Stunden weiterreden, aber ich glaube, wir haben zu viel schon geredet, oder? Bisschen, ja. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin. We'll be right back.